Liebe Freunde der Allgemeinverfügungen, der Sperrstunde, der Alkoholverbote und des Totalitarismus, ich begrüße euch. Heute, am 23. Oktober, hat die Landeshauptstadt Dresden eine Allgemeinverfügung bekannt gegeben. Der Begriff, ich habe nicht nachgeguckt, aber es bedeutet, dass auf Ebene der kreisfreien Stadt Dresden bestimmte Regelungen erlassen werden, und dazu gehört unter anderem ab kommenden Dienstag, den 27. Oktober, die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung im öffentlichen Raum. Und dazu gehört auch mein Wohn-, Ort- und Lebensmittelpunkt, die äußere Neustadt. Ich habe nachgeguckt in der Corona-Schutzverordnung des Freistaates. Die aktuellste sollte vom 21. Oktober sein, also von vor 2 Tagen. Und da steht meines Wissens nach nichts davon drin, dass die Stadt Dresden dazu berechtigt wäre, so etwas zu verfügen. Ich weiß es aber nicht, ich bin juristischer Laie. Aber da ich mich mit der Kommunalpolitik intensiv beschäftige, und das schon seit ungefähr 10 Jahren, ja, 10 Jahre kommt hin, da war ich erst mal im Stadtrat. Weiß ich auch, was in der Kommunalpolitik abgeht. Ich kann euch also berichten, dass der rot-grün-rot dominierte Stadtrat seinerzeit, ungefähr 2016, 17, das Alkoholverkaufsverbot, das per Polizeiverordnung 2005, 6 oder 7 verfügt worden war und für 10 Jahre gültig war, ein Jahr vor seinem Auslaufen. Also nach 10 Jahren läuft es aus, nach 9 Jahren haben sie es aufgehoben per Mehrheitsbeschluss. Ja, und erst haben sie es aufgehoben. Es galt nur für die äußere Neustadt und betraf vor allem Spätshops, also den Straßenverkauf von Alkohol. Und danach, erst danach, hat man sich dazu berufen gefühlt, eine Einwohnerversammlung in der Scheune in der äußeren Neustadt durchzuführen. Auf der Einwohnerversammlung war ich, ist schon eine Weile her, und ich kann euch berichten, die Lösung für möglicherweise aufkommende Probleme sollten mehr Mülleimer, Pfandringe an diesen Mülleimern und mehr Streetworker sein. Was haben wir bekommen? Ich glaube, mehr Mülleimer waren es nicht. Pfandringe nehme ich auch keine wahr. Was wir aber haben, ist eine Neustadtkümmererin. Die sitzt im gleichen Gebäude wie unser Ortsamtsleiter André Barth und das Ortsamt Neustadt, beziehungsweise Stadtbezirksamt heißt es inzwischen. Und von der sehe und höre ich nichts. Also sie ist öffentlich nicht wirklich wahrnehmbar, wobei ich nicht ausschließen will, dass sie tatsächlich arbeitet und tatsächlich auch den Leuten zur Verfügung steht. Aber ich nehme sie sonst nicht wahr. So, dann hat der Stadtrat auf Antrag der Grünen oder der Linken oder beider Fraktionen letztes Jahr beschlossen, dass die Sperrstunde in Dresden aufgehoben werden soll. Ich hatte dazu eine Presseanfrage gestellt und wollte wissen, wie viel gastronomische Einrichtungen, Hotels, Kneipen und auch sogenannte Clubs von der Ausnahmeregelung gemacht haben in den Jahren 2018 und 19, und dabei kam raus, es war genau ein Club, welcher weiß ich nicht, aber ein Club hat tatsächlich die Verwaltungsgebühr bezahlt, und wenn ich mich recht entsinne, waren das 600 € für ein Jahr. Wie oft die dann die Sperrstunde aussetzen durften, weiß ich nicht, aber ein Club hat 600 € hingelatzt und durfte dafür, wann er es dann für richtig hielte, auch zwischen 5 Uhr und 6 Uhr morgens, das ist also der Rest, was von der Sperrstunde übrig geblieben ist, seinen Club öffnen und Party machen. Das wurde jetzt aufgehoben. Und zwar vor 2, 3, 4 Monaten hat der Stadtrat, also nach einjähriger Vorarbeit durch die Verwaltung, die müssen nämlich begründen gegenüber dem Gesetzgeber, dem Freistaat oder der Rechtsaufsichtsbehörde, warum man denn die Sperrstunde komplett aufheben will, wie sie im sächsischen Gaststättengesetz vorgesehen ist. Und dann hat man sich also eine Erklärung aus den Fingern gesaugt: die Clubs, wirtschaftliche Lage, junge Leute, bibabub. Und
Der Stadtrat hat es, soviel ich weiß, ohne Gegenstimmen, also auch die CDU, die FDP, die Freien Wähler, alle haben sie mit zugestimmt, hatten keine Ahnung von der Lage. Also die Presseanfrage, die ich gestellt habe, die hatte 2, 3 Jahre vorher der Thorsten Schulze gestellt, aber er hat sie nur sehr unzureichend gestellt. Und meine Antwort oder die Antwort, die ich bekommen habe, war also wesentlich ausführlicher. Also, ein Club war davon betroffen, der hielt es für sinnvoll, 600 Latten zu zahlen, um dann eine Ausnahme zu kriegen, und es ist eine reine Verwaltungsgebühr. Also das ist nichts, was sich in den Kosten von dem Club großartig niederschlägt. 600 € würde ich mal behaupten, nimmt so ein Club an einem Abend ein oder an einem halben Abend, weiß ich nicht. So, und jetzt haben wir also die Corona-Krise. Und, ach, noch was. Assi-Eck. Das sogenannte Assi-Eck, auch soziale Ecke genannt oder schiefe Ecke oder Kulturecke, whatever, Kreuzung Luisenstraße mit Görlitzer bzw. Rodenburger Straße, relativ nah bei mir. Und da haben sich in den vergangenen Sommermonaten und auch schon die Jahre davor regelmäßig eher jüngere Leute getroffen, um dort zusammen zu feiern, zu trinken. Und das fand also im öffentlichen Raum auf der Kreuzung statt. Diesen Sommer ist es wirklich ausgeartet. Dort waren also bis in die Morgenstunden die Leute am Feiern, teilweise mit Bassboxen, teilweise sehr betrunken und vor allem zum Schaden der Anwohner recht laut. Es waren zu Höchstzeiten an einem Abend, wie die Polizei mitteilte, rund 1000 Personen auf dieser Ecke, bis zu. Ab Juli hat die Polizei mit sage und schreibe 36 Beamten dafür gesorgt, dass A, die Autofahrer durchkommen und B, die Straßenbahn nicht totgestreichelt wird, beziehungsweise auch durchfahren kann. Ich war in der entsprechenden Sitzung des Stadtbezirksbeirates und dort hat die Leiterin des gemeindlichen Vollzugsdienstes, das ist also die örtliche Polizeibehörde, die aber keine Polizeibefugnisse in dem Sinn hat, und die hat also mitgeteilt, dass in diesem Jahr bis einschließlich August der Straßenbahnverkehr durch die Görlitzer und die Rodenburger Straße für 90 Stunden ausgesetzt werden musste, weil die Feiernden den Verkehr behindert haben und die DVB, die Dresdner Verkehrsbetriebe, sich nicht in der Lage sahen, ohne die Gefährdung dieser Menschen, die auf der Straße rumtanzten, sprangen, saßen, diese Stelle zu passieren. Und diese 90 Stunden bis August diesen Jahres einschließlich ist mehr als in den letzten 3, 4, 5 Jahren zusammen. Also die Kacke war richtig am Dampfen, die Anwohner sind am Abkotzen. Und dann kam von unserem Ordnungsbürgermeister Detlef Sittel, CDU, der Vorschlag, als möglichst geringen Eingriff ein Alkoholverbot an dieser Kreuzung zu erlassen. Dem entgegen steht allerdings, dass, wenn so ein Alkoholverbot verfügt werden soll, man gut belegen muss als Stadtverwaltung, ob dieses Alkoholverbot tatsächlich auch seinen Sinn und Zweck erfüllen würde. Ich halte das für nicht sehr wahrscheinlich, aber irgendwie muss an der Ecke irgendwann mal Ruhe einkehren. Die Leute gehen also wirklich auf dem Zahnfleisch, weil sie nachts nicht schlafen können, weil wirklich bis auf einige wenige Tage unter der Woche ist dort jeden Abend im Sommer Halligalli gewesen. Und zwar teilweise wirklich böswillig mit Lärm, mehrere Bassboxen, es wurde auf Mülltonnen rumgetrommelt, es wurde in jeden Hauseingang gepisst und am nächsten Morgen, wenn die Kinder zur Schule gehen wollten, mussten, dann mussten sie teilweise über alkoholisierte, schlafende Menschen steigen. Das hat die Anwohnerschaft sehr erzürnt, aber die rot-grün-rote Mehrheit im Stadtbezirksbeirat Neustadt, und die dominieren dort richtig, also ich weiß nicht, 15 von 18, nee, wie viel sind's? 19 sind's und ich glaube ein CDUler, eine AfDlerin, ein AfDler und ja, also 16 von 19 sind rot-grün-rot. Und die wehren sich also vehement gegen jede Maßnahme, die irgendwie für Ruhe an der Ecke sorgen könnte. Und jetzt kommt die Allgemeinverfügung des Oberbürgermeisters. Erstens, damit wird zwischen 5, nee, 23 Uhr und 5 Uhr mir nichts, dir nichts, die Sperrstunde wieder eingeführt. Das heißt, Gastronomie, Kneipen, Spätshops dürfen in der Zeit keinen Alkohol ausschenken. Punkt 1. Sperrstunde. Das bedeutet auch Alkoholverbot, also nicht auf der Straße selber, aber im Verkaufsverbot. Und mit dieser Allgemeinverfügung soll auch
die jetzt erlassen worden ist für den Dienstag, das Tragen von Mund-Nase-Bedeckung im öffentlichen Raum in der äußeren Neustadt verpflichtend werden. Im Gegensatz zu dem geplanten Alkoholverbot, wo man sich sehr schwer getan hat, dies einfach einzuführen, weil es da rechtliche Hürden gäbe, hat also jetzt der Oberbürgermeister aufgrund gestiegener Corona-Fallzahlen, das sind also testpositive Ergebnisse, die sich so gut wie nicht in irgendwelchen Erkrankten widerspiegeln, geschweige denn in besonders vielen Krankenhauseinweisungen, also auch das Gesundheitssystem ist noch lange nicht am Rand, am Ende, sondern es sind einfach nur viele testpositive Ergebnisse. Und das reicht also aus, um die Sperrstunde wieder einzuführen, um Alkoholverkaufsverbote wieder einzuführen und um die Menschen zu zwingen, im öffentlichen Raum an der frischen Luft eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen, die keiner DIN-Norm unterliegt. Ich gehe regelmäßig mit einem Zitronennetz über Maul einkaufen, um meinen Protest kundzutun, weil es für diese Mund-Nasen-Bedeckung keinerlei DIN-Norm gibt. Im Gegensatz zu chirurgischen Masken, die eng am Gesicht anliegen, die der Arzt, der Chirurg im Zweifelsfall oder auch der Anästhesist oder die Krankenschwester im OP-Saal tragen müssen. Die haben eine DIN-Norm, die sind tatsächlich sehr dicht am Gesicht anliegend und die helfen dabei, dass der Chirurg und auch die anderen Anwesenden im OP-Saal keine Bakterien in offene Wunden bringen. Viren sind wesentlich kleiner als Bakterien. Worauf ich hinaus will, ist, die Corona-Pandemie ermöglicht es dem Oberbürgermeister, mir nichts, dir nichts, alle Stadtratsbeschlüsse aufzuheben, wie er lustig ist, und eine Mund-Nasen-Bedeckungspflicht im öffentlichen Raum einzuführen. Der muss es nicht begründen, das steht in keinem Gesetz, das steht in keiner Corona-Verordnung, so viel ich weiß. Der Oberbürger macht einfach mal. Ich würde behaupten, Oberbürgermeister Dirk Hilpert hat sich heute selbst ein Geburtstagsgeschenk gemacht, indem er diesen Nonsens verkündet hat. Ich bin gespannt, wann der Erste dagegen klagt und wann der Erste dagegen erfolgreich klagt. Ich hoffe, dass es Klagen hagelt, dass dem Oberbürgermeister Hören und Sehen vergeht für diese Amtsanmaßung und dass er beim nächsten Mal nicht wiedergewählt wird. Die Wahl ist 2022, also in weniger als 2 Jahren. Und ich hoffe, liebe Dresdner Bürger, dass ihr euch gut merkt, wie diktatorisch der Oberbürgermeister, aber auch der Ministerpräsident und seine Regierung und die merkelsche Mutti, unsere Volkserzieherin, gehandelt haben. Wer die noch mal wählt, dem gehört links und rechts eine. Von mir persönlich, wenn er zu mir kommt, kriegt er links und rechts persönlich eine, wenn er die Deppen noch mal wählt. Wir sind auf dem besten Weg in eine Gesundheitsdiktatur. Und ihr seht ein Grinsen in meinem Gesicht. Ich hoffe, dass es nicht so weit kommt. Und damit es nicht so weit kommt, werde ich am 31. Oktober um 14 Uhr ist Gottesdienst und um 15 Uhr beginnt die Demo von Querdenken Dresden, von Querdenken 351. Ich werde da sein und ich hoffe, ihr werdet auch da sein. Irgendwann erwischt nämlich jeden. Und auch die, die sagen, ich habe kein Problem, Mundschutz zu tragen. Leckt mich. Pfiat's euch.